Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Willkommen zurück bei Super Mario 64 The Missing Stars. Warum sind wir im Menü? Warum geht's denn nicht los? Ganz einfach, wir wechseln den Charakter. Haha. Und spielen, wie angekündigt, schon ein wenig früher mit einem wunderbaren Charakter namens... Gay Luigi, Gay Luigi, Gay Luigi, Gay Luigi, Gay Luigi, Gay Luigi. Ja, er ist es tatsächlich. Es ist Gay Luigi. Das Wundervollste bei diesem Hack. Und ihr seht sogar oben links bei der Lebensanzeige wird sogar das L für Luigi angezeigt. Leider kein GL. Das wäre schön gewesen. Ja! Und ihr erinnert euch damals vielleicht noch an Luigis ersten Auftritt. Ich fand ihn ja ein bisschen komisch, immer von seinem... Er sieht nicht gesund aus, wie er läuft. Sagen wir es mal so. Er sieht einfach nicht gesund aus. Aber die Reaktion damals auf Luigi, die ist mir noch gut im Gedächtnis. Erntet er jetzt all den Ruhm, indem er die fehlenden beiden Sterne einsammelt? Wow, cool. Er läuft auch so genial. Ja. Irgendwie schon. Ich finde es sehr merkwürdig. Das ist einfach nur ein doppelt so großer Mario in grünen Klamotten. Aber ja. Und gut, schmaleren Gesicht und grün und keine Ahnung. Ja gut. Er ist eigentlich schon ein Luigi, aber ein ziemlich gehbehinderter Luigi. Ja. Ja. Gut, nichtsdestotrotz wollen wir doch jetzt einfach mal hier Sterne sammeln. Und wenn ich es noch richtig weiß... Hatten wir hier sogar noch einen übersehen, hier am helllichten Tage. Einen, der sogar ziemlich offensichtlich war. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht taucht er auch erst später auf. Vielleicht haben wir ihn gar nicht übersehen. Weil ich meine, wir waren bei diesem Gitter. Hier. Irgendwo hier. Oder waren wir nur oben drauf? Das kann doch nicht sein, dass wir oben drauf waren. Auf jeden Fall hier in dieser Box ist einer. Ja, haben wir schon mal einen. Ist auch schon mal super für den Sterneschnitt. Oh Gott. Here we go! Wenn dieses das nicht gepitcht. Weil die Stimme von Luigi ist so ein bisschen gepitcht beim Springen. Oh Gott, Riesenkopf Luigi! Das ist das, was man sich im Weltall immer vorstellt, ne? Du nimmst deinen Helm ab mitten im Weltraum und auf einmal wird dein Kopf ganz groß und explodiert. Und so ist das, wenn Luigi seine Mütze abnimmt. Oh Mann! Ja, wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin mit Luigi? Was machen wir mit ihm? Wie wollen wir das Ganze heute angehen? Gucken wir uns mal an. Hier, komm, was haben wir denn hier? Abandoned Shack, da haben wir die roten Münzen, da haben wir die Sache mit dem fahrenden Gefährt gemacht. Nee, ich glaube, ich will in die andere Richtung. War hier der Ausgang aus der Stadt? Ich hoffe nicht, weil da bin ich noch nicht raus. Town Exit, doch, verdammt. Das habe ich mir damals schon nicht gemerkt und ich werde es mir auch in diesem Let's Play nicht merken, wo, in welche Richtung, was ist. Das könnt ihr vergessen. Wichtig ist nur eins. This way, the Cooper's House. Da gehen wir mal rein, weil ich glaube, da gab es noch rote Münzen einzusammeln, oder? Außerdem ist Cooper hier der super schnelle Cooper. Ja. Oh yeah. Oh yeah, Dilly Day. Hey, aber die kann ohne. Konnte ich die Wand kaputt machen? Kann ich. Und das ist eine Abkürzung? Dann wollen wir mal gucken, ob wir schnell in Cooper... Hey, Cooper! I verbinde Training so very hard. Warum ist er auf einmal Italienisch? Egal. I'm sure things will be different this time. Eh? Are you ready for my challenge? Gehen wir. Ja, mach du mal. Renn du mal außen rum. Oh, guck dir mal. Das hat schon nichts mehr mit Cooper the Quick zu tun. Das ist Cooper on, Doping. Eindeutig. Ich schätze mal, diesmal werden die Dinge für mich anders laufen. Bist du bereit für meine Herausforderung? Natürlich, immer doch. Und ich gehe direkt bei die Abkürzung und... Hahaha, tatsächlich, der Trottel läuft den anderen Weg. Na, bin ich mal gespannt, was der... Was? Alter Schwede, ist der schnell. Wow, ich erinnere mich, dass er im Super Mario 64 mal gesagt hat, ja, ich habe die neuen Cooper Mach 1 Schuhe angezogen. Ich schätze mal, diesmal hat er die Cooper Mach 5 Schuhe angezogen. Mein lieber Schwede, war der schnell.
I can't believe it. How did you get here before me? Did you cheat? Nein. Nein, ich bin ganz legitim gegen diese Wand geflogen. Übrigens, Luigi, sieht nett aus, was du da machst. Shake your booty. Okay. Go get the star if you wish. I don't need it anyway. Ja, wer braucht schon Sterne, hä? Ja, du Mobber. Du Mobber, ey. Weißt du, so nach dem Motto, du cheatest, dann kletter jetzt gefälligst darauf und hol dir deinen Stern. Ja, ist ja gut, mach ich ja schon. Oh, fuck. Wo ist denn der jetzt? Wo ist der jetzt? Ist der oben drauf? Der müsste oben drauf sein, ne? Gehen wir mal oben drauf. Aber wie kommen wir eigentlich da oben drauf? Waren wir nicht schon da oben drauf beim letzten Mal? Ich glaube schon. Ja, natürlich. Machen wir es aber nicht mit Baum. Weil Baum. Sondern... Gott, weil Baum ist irgendwie auch 2010, ne? War damals auch so ein geflügeltes Wort. Das weiß ich noch. Okay, da kommen wir... Ah! Und da ist der Stern. Okay. Das müsste der gewesen sein, oder? Vom Cooper, dem Quicken. Oder ist das nochmal ein anderer? Ein Yanderer. Das weiß ich nicht. Oh nein, das werden wir niemals schaffen. No! Oh, kein Glück ist das so fair, ey. Ich hab's so getrödelt gerade. Missing... Sluigi. Missing Star. Was? Stand das damals auch schon so da? Daran erinnere ich mich nicht mehr an den Missing Sluigi. Wieso Sluigi? Ja, das ist gar nicht Luigi, das ist Sluigi, sein lange verschollener Halbbruder. Genau. Wuhu! Sluigi. Gut. Ich bin richtig hier. Ich wollte es nur noch mal wissen. Nö. Nö, ich will wissen, ob das der Cooper-Stern war. Ich will wissen, ob das der Cooper-Stern war. So. Nur um ganz sicher zu gehen. Hey, Cooper-Quickiger. Wo bist du denn? Da bist du, Cooper-Quickiger. Oh, it will be different this time, okay? Wir werden ja sehen. Oh fuck, oh die Mauer. Och nee. Die Mauer ist auf einmal wieder da. Ist ja Hammer. Wie werde ich denn jetzt rausfinden, ob das auch wirklich der Stern war? Es gibt noch eine Möglichkeit. Während wir die Cooper The Quick Musik genießen. Das The ist ganz wichtig, weil ich habe auch damals immer gesagt, The Missing Stars. Und ich sage ja eigentlich auch immer noch The. Ich kann's einfach nicht anders. Ja, ja, I win, you lose. Diesmal habe ich auch nicht gecheatet, ne? Wenn nämlich hier jetzt auf diesem Boxenhaufen so ein blauer Stern ist, dann ist das wahrscheinlich ein anderer. Ne? Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wenn sich da jetzt gar keiner drauf befindet, war es aber wahrscheinlich der Cooper-Stern. Sehe ich das so richtig? Gehe ich recht in dieser Annahme? Wie komme ich denn an den ran? Einfach springen, hä? Ja, er geht doch. Wie geht doch? Vegeta. Ach ja, Vegeta-Phone, ganz wichtig. Vegeta, du alter Cheater. Ja, genau. Hey, Cooper, ich habe vorher nicht gecheatet. Ich bin doch nicht Vegeta. Okay. Ach ja. So viele Dragon Ball Let's Plays und erst jetzt komme ich auf den Wortwitz Vegeta. Unfassbar. Hey, hau nicht ab! Ansonsten press ich start to play, so wie Mario es mir sagt, und dann hau ich dir aufs Maul. Aber es wird dir relativ egal sein, ne? Luigi hat dich gegessen. Da wäre dir aufs Maul hauen wahrscheinlich lieber gewesen. Insofern, was sollte das für eine Drohung gewesen sein? Hi-ya! Geht das auch hier?
Es geht immer. Man muss es nur wollen. Ach ja, und hoch. Was haben wir da noch? Da müssen wir ja eigentlich auch irgendwie hochkommen können, oder? Wahrscheinlich mit Flugkappenhühnchen, Luigi? Wer weiß. Ja, das ist auf jeden Fall nichts mehr. Okay. Okay. So, fünfte rote Münze. Wo erwartet uns die nächste? Wo willst du beginnen? Hoffentlich nicht in einer dieser komischen Röhren. Wobei, man weiß ja nie. Ja, nicht, dass die mich in irgendeinen Ausgang jetzt bringt, ne? Sie hat mich in einen Ausgang gebracht. Aber das ist nur eine Abkürzung für das Koopa-Rennen vielleicht. Oder irgendwie sowas in der Art. Gott, Luigi, du bist so fett für die Röhre, ey. Das will was heißen. Du bist eigentlich der Schmalere von euch beiden Klempnerbrüdern. Ah, wusste ich's doch. Da hat mich meine weibliche Intuition ja auch nicht getäuscht, ne? Weibliche Intuition, ich glaube, das habe ich auch 2010 öfter gesagt. Irgendwann abhanden gegangen, dieser Spruch. Aber man kann ja auch nicht alles ewig weiterbringen. Oben drauf und so was. Mache ich stattdessen immer weiter. Irgendwie hat sich das über Jahre gehalten und ich weiß nicht warum. Nee, ich will zurück. Alter. König. Ich promote halt König DDD, ne? Weißt du? Der hat seine Scheiße halt auch echt drauf, ne? Weißt du, der hat die Scheiße drauf wie Toilettenpapier, ey. Weißt du? Das ist echt der Hammer, ey. Okay, den Spruch habe ich geklaut. Das habe ich bei irgendeinem... Es gab mal so eine Reportage über Mutlu Özil, den Bruder von Mesut Özil. Und da gab es noch diese Anmerkungen auf YouTube, beziehungsweise ich glaube, die alten kannst du ja, glaube ich, immer noch lesen. Und da kam auf einmal ganz random die Anmerkung, ey, supportet diese Junge, die Scheiße drauf wie Toilettenpapier. Das fand ich total witzig. Ach ja. So, zwei rote Münzen fehlen noch. Jetzt ist halt die Frage, wo befinden sie? Ja, echt, ich war doch hier drin. Nee, ich wollte gerade sagen, du bist nur der Bobbaum. Eben hast du so rot ausgesehen. So rotarschig. 9 Sterne haben wir. Also der 3-Sterne-Schnitt ist ja eigentlich schon gesichert. Aber ich hätte ja ganz gern schon noch einen dritten Stern. Also, weil wir jetzt mit 2 fehlenden Münzen auch gar nicht so weit weg sind. Okay, hier habe ich definitiv nichts drin verloren. Vergessen. Wie auch immer. Ja, verloren habe ich wahrscheinlich auch nichts. Wusch. Was ist eigentlich in dieser großen Röhre? War ich in der großen jemals drin? Oder war das so die Kanone? Hm. Okay. Lass mal überlegen. Ich laufe auch, glaube ich, immer wieder nur ums selbe Quadrat, ne? Ich sehe aber auch keine Flugkappe oder sonst was. Aber ich darf jetzt hier halt auch nicht raus. Wenn es wieder Nacht wird, so sind halt alle Münzen wieder weg, ne? Wenn ich es richtig weiß. Ich traue mich aber deshalb auch nicht, hier in die Hütte zu gehen. Hier irgendwie Hüttengaudi zu machen oder so ein Scheiß. Dann ist ja wahrscheinlich alles wieder weg. Koopa the Quick is too fast for me. I mean, I just watch him blink. It's like he's on steroid. Das habe ich auch, ehrlich gesagt, habe ich das auch vermutet, ne? Vielleicht sollten wir das mal dem Nationalen Olympischen Komitee des Mushroom Kingdoms irgendwie mal melden. Dass der das hier abzieht. Im Ernst, hier schwingt nichts. Und auf dem Dach ist doch auch nichts mehr, oder? Aber erstmal abwarten. Noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Noch nicht die Flinte nach Athen tragen. So, okay. Ja, mit Redewendungen kenne ich mich aus.
Ja, hat mir so jetzt nichts gebracht. Im Ernst, wo sollen denn hier noch 2 Münzen sein? War ich wirklich in jeder kleinen Röhre drin? Soll ich es da nochmal irgendwie probieren? Soll ich nochmal in die Ecken gucken, extra? Ich will jetzt diese beiden Münzen haben. Das ist ja nicht so, dass die letzten beiden nur bei Nacht sichtbar sind, oder? Vielleicht sollte ich nochmal Koopa, genau. Ja, das war der falsche Goomba. Dann war das der hier. War doch noch einer, oder? War ja nicht noch einer? Jetzt sehe ich schon Gespenster. Weißt du, jetzt, ach Gott. Mein Gedächtnis spielt mir Streiche. Nein, es gab keine 2 Goombas. Alles gut. Ach Mann. Das müsste die Kanone gewesen sein. Na genau, die zielt nur auf die Wand. Aber ist vielleicht trotzdem ganz gut. Vielleicht sehe ich ja aus der Kanonenansicht noch irgendwas. Ich mache einfach mal boing. Oh Gott. Das ist halt auch ein Mario-Steroide. Haben wir gerade einen Schatten gesehen da drin? Tatsache. Ich sollte doch einfach mal in die Röhren reingehen. Einfach mal. Wenn ich jetzt in die Tür reingehe. Und dann ist da gar nichts. Und dann sagt sich das Spiel, aber ha, nee, du hast dich leider aus der Zone jetzt hier rausgeworbt. Dann muss ich ja alle wieder von vorne sammeln. Nicht, dass das lange dauern würde, aber irgendwie würde es mich ja trotzdem nerven. Aber eine andere Möglichkeit habe ich wohl nicht mehr. Also gut, machen wir's. Okay, doch kein Warp. Entschuldigt bitte. Oh nein. Ich werd bekloppt, der Emulator hat sich gerade geschlossen. Oh. Wie schön. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es daran gelegen hat, dass wir vielleicht nicht unbedingt die letzte Münze da drin holen würden. Deswegen habe ich jetzt, wie viel habe ich jetzt geholt? 5 habe ich jetzt nochmal geholt. Alles, was hier so unten war, habe ich jetzt geholt. Wir sammeln jetzt mal die. So. Und ich denke, dass wir vielleicht die Sternsequenz außerhalb dieses Hauses irgendwie auslösen müssen. Und dann dürfte die Sache vielleicht funktionieren. Hoffe ich. Falls nicht, können wir diesen Stern nicht holen, was sehr, sehr ärgerlich wäre. Oder müssten irgendwie uns dann nochmal Hilfe holen. Ja. Aber gucken wir erst einmal. Noch nicht in Panik verfallen. Erst einmal aufs Dach. Und dann die restlichen Münzen holen. Natürlich habe ich die oben übrig gelassen, damit er nicht so, die hat er jetzt offscreen geholt. In Wahrheit hat er 10 Save States jetzt dafür gebraucht. Das vorhin war nur Glück. Nein, ich sammle natürlich die schwierigeren. In Anführungszeichen sammle ich jetzt extra nochmal für euch. Ich sehe nichts. Nein. Geht das eigentlich? Kann das hinhauen? Das haut nicht hin. Nee, vergiss es. Das ist, Mach mal wieder auf die altbewährte Art und Weise. So. Zum Beispiel hier den Sprungkick. Das hat vorhin so perfekt geklappt. Das klappt auch diesmal wieder. Ja, die Landung war nicht so doll, aber mein Gott. Luigi, der kann das ab. Der ist Schlimmeres gewohnt. Obwohl, vielleicht sind seine Knochen etwas brüchig geworden, wenn du so den ganzen Tag im Schatten deines Bruders stehst und kein Sonnenlicht abbekommst, weißt du? Können doch schon mal die Knochen ein bisschen morsch werden. Ach ja. So, Nummer 7. Fehlt nur noch der Boxenhaufen. Und dann haben wir sie alle. Alle. Alter. Ja.
Ja. Bitte, 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 bitte. Das hat geklappt. Ich werde... Deine Knochen können das ab. Ich leg mich fest. So. Und der Stern. Ich vergaß. Er sieht nur so groß aus. In Wahrheit ist er gar nicht so groß. In Wahrheit hat er nach wie vor Mario-Größe. Und nur so ist es möglich, dass er jetzt diesen Stern nicht holt. Er weiß, ich will den sowieso mit voller Energie holen. Also was soll es hier so. Zack. 10. Stern. Wundervoll. Das läuft ja wie am Schnürchen. Donnerwetter. Oh, und da pumpt sich der Kopf wieder auf. Ja, Luigi, ein sehr, sehr schönes Debüt von dir. Also bis dahin, euer Weehawk.